Schnibbel die Stab und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und dem FC Everton. 4.8 natürlich für Billy ist richtig krass mit 17. Er kann mit 18 auch so stark sein eigentlich, wenn er nochmal 7 Punkte oder so macht. Billy hat auch eh unglücklich, obwohl er eigentlich relativ viele Einsätze hatte in dieser Saison. Grosji, der pumpt natürlich, ohne sich zu verbessern. Dave Noah schon 3 Punkte gemacht diese Saison. Luciano Arnos. Wie sieht es eigentlich wirklich hier aus mit Harmstrop? 16 Jahre jung. Wenig Ballkontrolle. Ausdauer ist eigentlich ganz gut. Ballkontrolle halt nur nicht. Aber das kann man halt locker ändern. Wir gehen mal kurz hier kurz rein. Da möchte ich was an Clark und an ihm ändern. Clark und Harnstrop. Ich glaube, ich bin an einem schon vorbei. Ne, hier ist Harnstrop. Trikot über der Hose. Ansonsten passt das alles. Alles gut. Anwenden und beenden. Ist ja 1,90 groß. Kann auch Innenverteidigung spielen. Ein guter Spieler für uns. Vielleicht sogar Innenverteidiger-Talent von uns selbst, theoretisch. Harnstrop. Und dann gibt es natürlich noch Clark. Der darf das Trikot jetzt auch endlich in die Hose bekommen. Und aussehen wie ein normaler Spieler. So. Wie machen wir das nächste Saison dann, wenn wir sehen, was ich mit den Spielern so anfange? Wir spielen zuerst zu Hause gegen Milan. Milan dann in den Auswärtstrikots. Im heiteren Wetter. Mastur kann theoretisch wieder spielen. Berardi und Co. Da spielen alle mit, die denn so können. Sanabria bleibt auf der Bank, weil Ponzriera sich sehr verausgabt hatte. Grosji heute nicht dabei. Luciano kann spielen. Interessanterweise habe ich ja relativ früh rausgenommen, wenn das Ortega... Torsun, Aurelio für Noah natürlich dann. Stones raus, Funes Mori rein. Also wir haben eigentlich genug Spieler inzwischen. Nicht die besten, klar, aber wir haben genug, um theoretisch alles durchzuwechseln. So, defensives wird Torsun sein für Berardi oder Beli. Vesic ist nämlich K.O. Ja, wobei Vesic kann spielen. Ja, ist okay so. Berardi, Beli. Und dann schauen wir mal, Tosun noch auf der Bank, Besic gar nicht dabei, Europa League. Halbfinale. Ach ja, Berardi kann nicht dribbeln. Beste Ballkontrolle aller Spieler auf der Welt. 99 glatte Ballkontrolle. FC Everton empfängt im Goodison Park den AC Mailand. Europa League Halbfinale. Valencia und Monaco spielen im anderen Halbfinale. Ich finde, das hier hat ein bisschen mehr Action. Wenn Valencia Milan gewesen wäre, natürlich noch mehr Action gewesen. Everton ist ja eigentlich kein Riesenverein. Aber es ist schön für uns, dann doch Europa League zu spielen, die Liga gewonnen zu haben und uns diese Saison noch mehr anzustrengen. Hm. Die nächste Saison wird schwieriger, da haben wir aber auch schon vorgesorgt. Im offensiven Mittelfeld dann mit Christian Eriksen, Mastur, den wir weiter nebenbei haben werden. Das sollte dann eigentlich funktionieren. Dann wird wahrscheinlich Noah ausgeliehen. Und Aurelio bleibt. Oder umgekehrt. Einer wird auf jeden Fall ausgeliehen. Für ein Jahr. Unsere Aufstellung. Standard gedöns. Heute wieder komplette Startelf dabei. Mit Mastur wieder zurückgekehrt. In der Saison geht es nicht mehr um viel. Europa League, das Spiel hier ist wichtig. Wenn wir das hier verlieren, können wir uns eigentlich auf den FA Cup konzentrieren. Dementsprechend. Wird sich hier angestrengt. Wir brauchen nur noch einen Torhüter. Unser Torhüter wird nicht bleiben. Ich will eigentlich einen jungen Torhüter verpflichten. Dafür ist mein dritter Scout da. Origi. Oh, okay. Das ist interessant. Nigel de Jong. Sonst noch Abate noch rechts. Den kenne ich noch. Bakar. Natürlich. Aber Milan eigentlich nicht so mit diesen Riesentalenten. Mit den Riesenstars. Origi ist gut. Sonst wirklich ist es okay so. Milan in den weißen Trikots. Wäre ich auch gerne gewesen. Also zu Milan gegangen. Montolivo natürlich. Mit seinen deutschen Eltern. Mit der deutschen Mutter irgendwie so. Auf jeden Fall ist er halb Deutscher gewesen. Mal gucken. Also theoretisch auf dem Papier sind wir das bessere Team. Verdi.
Das war einmal nix. Irgendwie habe ich gedacht, dass ich da zwischendurch noch mal mit dem Kopf rangehe, aber das war wohl nix. Insua. Moor. Billy. Und da machen wir es auch mal schnell. Zeigen auch mal, dass wir vors Tor kommen können. Gefährlich war's. Gefährlich war es auf alle Fälle. Und was hat sich den Ball dann ticken zu weit vorgelegt? Berardi hier auf Diolufiu. Aber ganz ehrlich, Billy, das war aber auch ein schwacher Pass. Insua gegen Bakka. Insua gewinnt. Das ist ja auch ein Mann, der immer mal wieder die Zweikämpfe sich erarbeiten kann. Mastur, super. Gut reingegangen. De Jong als Kapitän. Diolufiu geht schon mal nach vorne. Und jetzt geht's los. Diolufiu ist sauschnell mit Ball. Gerade noch gesagt, Diolufiu ist sau schnell, er hat es gezeigt, was für ein Tempo er drauf hat. Abate hier natürlich versucht, nochmal ranzukommen und dann wunderschön gemacht, noch den Ball schnell auf Traoré, weil er noch näher am Tor steht. Hier! Und Traoré zieht ab, Traoré die Saison eh total stark. Keine Chance. Ja doch, Abate ist halt hinter Diolufiu nicht hinterher gekommen. Super Sprint, Diolufiu, super Sprint. Das tut gut. Traoré nicht spielen lassen tut ja auch nicht gut. Aber stürmermäßig bleiben wir so in der nächsten Saison. Also Sanabria vielleicht noch Jugendstürmer, aber sonst bleibt so. Ponziera. Depay. Nö. Hugani. Auch von Italiens Mannschaften. Diolufiu. Nee, das wird nix. Naja, De Jong macht das aber nochmal interessant für uns. Mastur, Darby, gute Ballannahme von Noah, ganz ehrlich. Mastur, Berardi, wuhu, Memphis, haben wir gerade aber nochmal hier richtig Gas gegeben, das war schon geil. What, wieso denn, dachte ein Wurf bei uns. Hugani natürlich. Mastur ist ja Ex-Milan-Spieler. Am Anfang der Saison dann zu uns gekommen, um uns zu verstärken. Schade eigentlich gerade. Die Aktion war richtig stark von Mastur. Hat natürlich dann das Pech. Mabeli. Hat hier noch Probleme. Guter Einsatz. Berardi. Gut gespielt. Das war nicht so stark. Traoré macht das schlecht. Ah, Billy ist hier noch total verunsichert. Erstmal gut geklärt. Hugani. Gegen Verdi? Nö, aber hier... Zwischengang von Mohr. Wow. Ist abgefälscht worden.
Also Mohr ist auch total überfordert mit den Jungs hier. Na, Satz mit X, das war nix. Das war ganz und gar nichts. So, Alter. Ach, Kabel hängen geblieben. Genau beim Einwurf. Richtig geil, sagst du. Man richtig gehört dieses Klatsch im Hintergrund. Also ich hab's gehört. Wow. Da war nix hinter. Billy ist total überfordert mit der Partie bis hierhin. Mr. 100% Ballkontrolle. Billy und Berardi. Berardi, bester Sechser der Welt eigentlich, was Ballkontrolle angeht. Keiner kann ihm da das Wasser reichen, wenn er mal den Fuß an den Ball setzt. Ist der Ball auch meistens angekommen. Drin, schwach. Sau schlecht. Sau schlecht. Warum Berardi dahin muss. Billy spielt halt nicht mit bis hierhin. Billy macht mir das Spiel richtig schwer. Ah, Milan ist halt eine andere Nummer. Milan spielt besser als wir. Das liegt hauptsächlich daran, dass unsere Sechser nicht funktionieren. Dein Ernst, Berardi, Memphis. Na, Baliu ist halt... Kriegt halt keine Bälle, die irgendwie irgendwo in irgendeine Ecke gehen. Billy spielt scheiße, Billy ist raus. Valencia führt gegen Monaco, Billy spielt richtig scheiße. Mit einer 5er-Wertung ist er noch relativ zufriedenstellend berichtigt worden, aber das... war es für Billy. Ganz, ganz schlechter Fußball von dem jungen Mann heute. Und tschüss. Es ist auch bezeichnet, dass alle nach vorne stürmen, außer Traoré. Und der will spielen, weißt du? Ich meine, der hat das Tor gemacht, ja. Mohr steht richtig scheiße. Stellungsspiel typisch für ihn. Da große Probleme mit gutem Stellungsspiel. Ein 1:1 reicht einfach nicht. Rugani spielt gut. Der Ball kommt an. Abate ist viel stärker als Memphis in der Partie. Wieder versagt. Aber Tosun schon viel besser gewesen als Billy in der gesamten Partie bis hierhin. Der kommt nicht an. Das war schlecht. Das war unglaublich schlecht. Und wir wechseln jetzt. Mastur kann nicht mehr. Also, was mache ich? Nicht viele Möglichkeiten habe, hole ich Luciano Arnos rein. Guter Mann, der Portugiese. Muss natürlich da anspielen, wo Abseits ist. Ich kann das leider nicht verhindern. Na, schwacher Pass halt, ne? Zu lange gepennt, Tosun.
Wunderschön gemacht, Memphis Depay. Wunderschön. Milan liegt wieder hinten. Depay mit seinem 8. Euroleague-Tor. Und war das eine gute Idee, Luciano reinzubringen? Der gewinnt gegen Abati hinten fast jedes Duell. Moore wieder mit einer Niederlage im Duell. Deulofeu Nkoulou hat den Ball noch abgefedert hier. Wir werden stärker, nachdem Billy raus ist und Luciano reingekommen ist, wird deutlich stärker geworden. Traoré! Wirklich, da ist eine ganz andere Körpersprache jetzt drin bei uns. Insua generell ein starker Mann. Aber auch Tosun, der da hinten fast jeden Zweikampf gewinnt. Auch hier wieder. Deswegen geht er da nicht ran. Mann, Gott, Traoré, leider das Laufduell total abgelost. Luciano natürlich. Super Kopfball von Insua. Gerade einfach platt gelaufen. Depay! Luciano braucht leider zu lang für die Ballannahme, sonst wäre das richtig gefährlich geworden. Berardi, das kann nicht wahr sein. Das war so wichtig und er macht's nicht. Gott. Ja, Luciano hat auf jeden Fall nochmal Schwung gebracht. ...2-1 gewinnt Everton gegen AC, gegen den AC Mailand. Wichtig knapp. Wichtig und knapp vor allen Dingen war's.
Depay mit seinem einzigen Schuss an dem Abend und dann auch noch rein, das war wichtig. Torri hat auch nur einmal gefeuert, der war drin. Am Ende hatten wir auch noch die Chance auf 3-1. Und 2-1 ist ein okayes Ergebnis, aber nicht gut. Jetzt müssen wir, jetzt dürfen wir keinen, also wenn wir ein Tor kassieren, wir müssen auf jeden Fall einen schießen. Das ist so wichtig, dass wir das tun. Handspiel eigentlich von Mastur. Und dann Diolo Figo mit seiner ganzen Geschwindigkeit auf Traoré und Traoré rein. Das war ein gutes Spiel, also ein guter Schuss. Traoré sonst eigentlich gar nicht aufgefallen. Gerade die Riesenprobleme mit Bedi gehabt. Die beiden haben im Mittelfeld nicht funktioniert. Erst mit Tosun dann. Und da ist der Ball dann drin. Das 1:1. Abate war so stark heute. Ah, hier, Memphis Depay. Das war so wichtig und die hatten noch Chancen. Nach dem 2:1 waren wir besser, vor allem in Sua und Rugani. In Sua immer stark, immer super verteidigt. Luciano nicht top, die Ballannahme. Und dann hier nochmal Traoré, Berardi und dann auf den Keeper. Ganz schlecht. Über Moors Seite sind sie halt immer reingekommen. Monaco mit einem 1:1 gegen Valencia, das ist auch ein gefährliches Ergebnis. Noch gefährlicher als unseres. Momentan bin ich eigentlich an keinem Spieler interessiert. Noch mal schnell Jugendstab schauen. Na, der Schwede ist wenigstens nah dran. So. Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war's mit FIFA 16 im Karrieremodus und mir, dem Nefkara auf Legende und dem FC Everton mit dem Spiel gegen den AC Mailand. Und wir sehen uns morgen wieder, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.